Er wird dich holen kommen! Mami, du machst mir Angst. Mami, hör auf, bitte! Oh, oh mein Gott! Da hast du einen Hodor, okay? Was, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem Video, das spielen wir Franbo. Und heute machen wir weiter und ich stand in den Kommentaren etwas Witziges. Und zwar, das Spiel wurde vom Horrorspiel zum Rätselspiel. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, das ist nur so eine Art... Es ist nur das Kapitel, was einfach keinen Horror beinhaltet quasi oder wie auch immer, sondern mehr Rätsel. Ich denke, das ist schon ganz gut, weil am Anfang fing es ja mit Horror an. Jetzt ist es eher rätselhafter, man sucht vieles und so weiter und so fort. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch ziemlich gruselig. Also, ja. Außerdem, ich meine, wir sind in einer Stadt, wo es fröhlich ist, okay? Ich meine, wie soll es hier gruselig sein? Also, ja, ziemlich cool. Aber wir haben eine Uhr, mit der können wir zum Frühling, Winter, Herbst, bla und so weiter und so fort gehen, was ziemlich geil ist. Ich meine, so eine Uhr hätte ich gerne, okay? Luna! Bitte hör auf zu bellen. Sie hat die ganze Zeit gespielt mit Moritz, okay? Und jetzt bellt sie die ganze Zeit. Ey, und so haben wir 3 Klicks in der Stunde und ich mach mehr Frame Power, also viel Spaß. Na gut, wie auch immer. Auf jeden Fall, der Berg ist nur ein richtiger Berg, beziehungsweise ein guter Berg oder wie auch immer, wenn er nur im Winter. Deswegen gehen wir jetzt mal runter und unsere Mission ist es, ich glaube, 4 Steine zu finden. Warte mal, gab es nicht hier irgendwas? Warte mal, da ist eine Höhle, okay. Bäume und Blumen, hier gibt's nichts. Warte mal, warte mal, warte mal. Im Herbst? Nee, leider gar nichts. Verdammter Mist, okay, das ist sehr blöd gerade im Leben. Hier ist die Höhle. Da brauchen wir aber gar nicht rein, weil wir müssen ja diese komischen Steine finden. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die finden soll. Ich meine, so gar nicht. Okay, das hat im Herbst offen. Da brauchen wir aber etwas ganz Bestimmtes. Mit dem haben wir zwar schon mal geredet. Ticket, genau. Wir brauchen dieses Ticket, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ticket bekommen soll. Huh, da steht bestimmt was Wichtiges drauf. Okay, es ist ein bisschen schwer auf jeden Fall, denn wir wollen wieder zu Menschen werden, okay? Das ist ganz klar. Wir wollen definitiv mal wieder ein Mensch werden. Lass mich mal mit dem Typen reden. Mal gucken, ob er mir irgendwas geben kann. Schönen Tag noch, mein Freund. Ich freue mich drauf, im Herbst in der Bar zu sehen. Ich habe kein Ticket, Bro. Ich brauche ein Ticket. Bitte gib mir eins. Okay, er geht jetzt weg, ne? Genau. Was ist jetzt, wenn ich ihn gehen lasse? Kann ich um auf den Baum gehen? Ich kenne diese Art von Baum. Tante Grace hatte einen zu Hause. Warte mal, er ist ja jetzt weggegangen. Ist er jetzt dort? Der! Oh shit, der ist einfach reingegangen. Oh mein Gott, dieser blöde Türsteher, ne? Der Typ hat aber auch echt Muskeln. Ziemlicher Muskelkäfer. Die Wache sagt mir, dass ich ein Ticket brauche, um reinzukommen. Wie bekomme ich dieses verdammte Ticket, Leute? Das ist das Einzige in meinem Leben, was ich wissen will, wortwörtlich. Und wo finde ich diese komischen 4 Steine her, die ich brauche? Ich habe jedenfalls keine Ahnung. Finde ich die einfach irgendwo? Oh, lass mal hier drin reinschauen. Was ist da drin? Der Korb scheint zu einem guten Zustand zu sein. Das ist gut. Das ist wunderschön. Kann man nicht anders sagen. Oh mein Gott! What? Warte mal. Lass mal mit ihm reden. Was zum Teufel ist da geschehen, Leute? Polontas? Entschuldigung? What? Warte, nicht gehen. Oh nein, er sah echt schlimm aus, Kätzchen. War das nicht der Doktor? Vielleicht kann er sich selbst heilen. Ich hoffe es. Er war so verletzt, dass er seine Feder verlor. Was wohl passiert ist? Wurde er nicht zu die... War er nicht die schwarze Teil oder so? Das ist Polontras Feder. Ich hoffe, ihm geht's bald wieder gut. Eine schwarze Feder? Damn, ich verstehe das gar nichts mehr. Okay, hier finden wir auch keinen Stein, ne? Ich glaube nicht, Leute. Na gut, lass uns mal nach da gehen. Keine Ahnung wieso. Einfach nur um zu gucken, ob da was ist. Damn. Schnee und Eis bedeckt, damit ich nicht segeln kann. Lass mal sehen. Okay. Lass mal zu Dings da gehen. Frühling. Oder wie auch immer. Damn. Oh, schau, Katze. Komm ins Boot. Wir machen einen Ausflug. What? Das geht? Nee, oder? Damn. Jetzt kann ich sogar hier lang. Da finde ich bestimmt irgendwas, oder? Oh, das macht Spaß, uhu. Ja, super, ich meine, du fährst mit dem Boot, okay? So viel Spaß kann es gar nicht machen im Leben. Oh, wow, die Insel ist sehr klein. Lass mal sehen, ob da irgendwas ist. Vielleicht ist da wirklich irgendwas im Winter oder so. Obwohl. Damn. The freak. Okay, lass uns weitergehen, Leute. Oh mein Gott. Hier ist ein Stein. Ah, ich muss mir meine Klamotten wiederholen. Stimmt, Bro. Fran, da waren wir vorher schon. Ich habe die Brücke repariert, um meine Tasche zu holen. Wow, Kätzchen, du bist sehr klug. Ich hoffe, wir finden meine Sachen. Warte mal, der Stein ist nicht einer dieser Steine. Mein Kätzchen hat das repariert. Ich lasse es einfach hier. Okay, es ist nicht einer dieser Steine, die wir suchen müssen. Hier sind aber meine Klamotten. Bro. Kätzchen, ich kann meine Tabletten nicht finden. Vielleicht sind die Tabletten nicht hier. Vielleicht hast du sie verloren. Naja. Die haben mir sowieso nicht geholfen. Vielleicht tauchen sie eines Tages wieder auf. Gehen wir jetzt weiter. Bestimmt. Damn, wir haben Klamotten gefunden. Kann ich die eigentlich benutzen? An mir? Oder hier an meiner Katze? Das kann ich nicht tun. Yes, das kannst du nicht tun. Du hast keine Ahnung von dem, was du tun kannst und was du nicht tun kannst, okay? Damn. Okay, da hinten ist nichts wahrscheinlich. Na gut, lass uns wieder zurückgehen, würde ich sogar sagen. Damn, ist das gruselig, Leute. Hier können wir so oder so nichts machen. Wir haben jetzt unsere Klamotten geholt. Und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal zurück zum Zauberer, oder? Okay, let's go, baby.
Boah, ist das spannend, Leute. Ich will noch mal kurz die Insel auschecken. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. So, ich wette, da ist irgendwas. Okay, nein, es geht leider nicht. Verdammter Mist. So, ich kann nichts dort finden, leider. Na gut, dann war das Boot wirklich nur da, um einfach einen kleinen Ausflug zu machen. Was sehr schön ist. Zum Glück sind wir hierher gegangen. Weil, ja, jetzt haben wir halt unsere Klamotten wieder. Was nicht schlecht ist. Na gut, lass uns weitergehen. Okay, wir gehen jetzt mal zurück. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Oh, damn, was da? Keine Ahnung. Ich guck mal, ich schaue mich mal um, Leute, ob ich irgendwas Besonderes finde. Ich meine, da sind Steine, aber nichts, was besonders ist, glaube ich. Was steht auf dem Schild mit dem Symbol? Da steht, was jeder im Moment seiner Geburt lernt. Aber seine Bedeutung vergessen wir in den nächsten 7 Minuten. Also müssen wir den Rest unseres Lebens damit verbringen, es zu verstehen. Kann es nicht lesen. Was steht da? Macht ist das Verstehen von Weisheit. Wahrheit liegt im Pfad zur Macht des Verstehens. Weisheit kommt lautlos. What the frick? Was bedeutet das? Ich habe es noch nicht verstanden. Oh, naja, danke, tschüss. Pff. Immer dieses danke, tschüss. Ich kann einfach nicht mehr. Es ist so witzig. Aber nun gut, Leute, gehen wir weiter. Wir gehen nochmal nach links und schauen uns einmal um, ob wir hier im Winter irgendwas... what? Alle sind weg im Winter? Es ist sicher jeder bei sich zu Hause. Wir brauchen das Passwort. Nur wo finde ich das Passwort und was ist hiermit? Ist jemand drin? Hallo? Nee, anscheinend nicht gerade im Leben. What? Ist ja voll leer. Bruh. Lass mal sehen. So ist die... War das hier los? So verändert sich auch nichts. Und so verändert sich ebenfalls nichts, Bro. Okay. Lass mal mit dem reden. Bekommen wir hier irgendwas? Ein guter Tag für Stoff und Faden. Bla, bla, bla. Okay, der Typ will anscheinend nichts. Mal schauen, wenn wir mit dem reden. Hallo, ich bin Flan. Was machst du da? Guten Tag, ich bin Pruta. Ich schmelze dir ein Stück Eisen. Für was? Ich muss meinem Uhrmacher... Ja, bla, bla, bla. Das haben wir schon gelesen. Okay, wenn ich Hilfe brauche, sagt mir Bescheid hoffentlich. Okay, Leute, ich weiß gerade gar nicht, wo es lang geht. Aber ich gehe mal kurz zum Magier zurück und gucke, ob ich ihm meine Klamotten geben kann. Weil der Magier hat ja gesagt, wenn ich zu ihm zu... Beziehungsweise, wenn er meine Klamotten hat, könnte er mich zum Menschen wieder machen. Wir mussten aber irgendwelche komischen 4 Steine finden, die ich, by the way, nicht habe. Deswegen, ja, bisschen problematisch, aber mal schauen. Klamotten, ich kann noch nicht menschlich machen. Wir müssen die Steine finden. Ja, ich muss mal die Steine finden. Oh mein Gott, das ist so schwer, Leute. Okay, hier müssen wir auf Herbst wechseln. Und jetzt müssen wir ein Loch in den Korb stechen. Kätzchen, ich werde was tun. Verhalte dich ganz normal. Damn. Okay, das müssen wir tun, damit wir eine Zitrone davon bekommen. Oder Korb ist jetzt nicht mehr... Kann jetzt nicht mehr alle Zitronen tragen. So, jetzt normalerweise sollte ein rausfallen, oder? Jetzt müssen wir auf Sommer wechseln. Ist das Sommer? Ich glaube, ja. Nee, ich glaube, das ist Sommer. Das ist Frühling, Sommer. Okay. Und jetzt können wir eine Zitrone... Okay, pass auf, pass auf. Er wird jetzt gehen. Einer wird runterfallen, oder? Ja! Sehr gut, Leute. Perfekt. Wir haben eine Zitrone bekommen. Damn. Also kannst du sie aufheben. Danke im Leben. Eine runtergefallene Zitrone. Ich glaube, die behalte ich. Kannst du die essen? Ja, ich glaube eher weniger. Lol. Warte mal, hier ist eine Angel. Die habe ich auch übersehen. Wow, so viele Sachen, die ich aber übersehe. Aber die Sachen sind halt nur zu bestimmten Jahreszeiten dort. Deswegen ist es so schwer. Aber wir haben hier eine Angel, was sehr schön ist. Kann ich damit irgendwas angeln oder so? Wir werden sehen. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein Stück Faden kaufen. Weil ich glaube, der Verkäufer... Komm näher, Fran. Ich habe, was du verlangst. Ich habe, was du suchst. Hier hast du deinen Horror. Ja, da hast du deinen Horror. Du hast genug Horror. Mami, bist du das? Mami? Meine geliebte Tochter, komm näher. Ich will dich spüren. Mami, ich habe Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Du musst näher kommen, Fran. Ich will dich küssen. Aber du kannst nicht meine Mutter sein. Du kannst es nicht. Sie ist tot. Du musst jetzt näher kommen. Wenn du es nicht tust, kommt das große Monster. Nein, du bist nicht meine Mami. Lass mich in Ruhe. Mein Liebling, das große Monster wird dich holen kommen. Er wird dich holen kommen. Er wird dich holen kommen. Mami, du machst mir Angst. Mami, hör auf, bitte. Oh mein Gott. Da hast du einen Horror, okay? Hör auf, dich in den Kommentaren zu beschweren, dass es zu wenig Horror gibt. Es gibt genug Horror. Oh, Fran, ich hätte nicht gedacht, dass du eine Wurzel als Schmied, aber bla bla bla. Was? Hä, da bist du nicht der Einzige, mein Schatz. Okay, so. Jetzt können wir nachfragen. Ein guter Tag für einen Stoff und Faden zu ihren Diensten. Ich würde gerne. Kann ich Ihnen die Angel zeigen? Oder so? Hallo, ich habe mich gefragt, ob du etwas Faden für meine Angelschnur hast. Angelschnur, Faden? Oh, ja, ja, ich habe etwas. Wollt ihr es? Aha, ja bitte. Wie viel macht das? Nun, ziemlich viel. Reicht das? Oh, ich meine, preislich. Ich brauche nur genug für die Angelschnur. Oh, ich vergaß, über den Preis nachzudenken. Wisst ihr, ich habe noch nie etwas verkauft. Aber wisst ihr was? Ihr könnt es haben. Ich hoffe, es macht euch glücklich. Ey, danke dir. Und ich glaube, jetzt können wir... Oh, wow, danke. Ich hoffe, du führst bald Preise ein und verkaufst etwas. Tschüss. Jetzt können wir das hier kombinieren mit dem hier. Yeah, let's go, baby.
Nur wo sollen wir angeln? Ist eine gute Frage, ne? Man kann irgendwo angeln bestimmt. Warte mal, ich versuche hier mal meine Angel zu zeigen. Ich glaube, wir brauchen nämlich einen Haken. Und der stellt ja metallische Sachen. Schau mal, ich habe eine Angel gefunden, aber sie ist kaputt. Kannst du mir helfen? Hm, schauen wir mal, wo ist der Haken? Hast du den Haken gesehen? Huh, du hast genau das gleiche gesagt wie jemand im Krankenhaus. Wirklich? Wer? Welches Krankenhaus? Die Ostwaldanstalt, die Schwester, als ich den Vorhang kaputt machte. Oh, ich habe keine Ahnung, worüber du das sprichst. Du bist seltsam. Mach mir einen Haken. Ja, tun wir das? Wenn du eine Münze gibst, gebe ich dir einen Haken. Wenn du mir zwei Münzen gibst, bekommst du einen ganzen funktionierenden Haken. Du brauchst keinen halben Haken. Ich brauche einen kompletten. Der komplette kostet 3 Münzen. Eine Münze für einen halben und 2 Münzen für den funktionierenden abgemacht. Oh Mann, du bist kompliziert. Ich bringe dir deine Münzen. Tschüss. Oh Gott, das nervt, jetzt muss ich wieder weitere Münzen verdienen. Okay, jetzt spielen wir Tic-Tac-Toe, um die zu gewinnen. 3 Münzen und es war so schwer beim letzten Mal zu gewinnen. Kann ich anfangen? Yeah, baby, sehr gut. Oh, ich habe gewonnen. Yeah, cool. Okay, das habe ich habe es nicht mal gemerkt. Eine Münze haben wir bekommen, sehr gut. Wir müssen jetzt noch 2-mal gewinnen. Und ich darf wieder anfangen, perfekt, Leute. Oh, ich habe schon wieder gewonnen. Okay, das ist echt einfach, gegen die zu gewinnen. Sobald man anfängt, kann man easy gewinnen, aber nur sobald man anfängt. 2 Münzen, noch eine, komm schon, baby. Ich hasse Tic-Tac-Toe. Meine Güte. Kann ich immer dieselbe Taktik eigentlich anwenden? Nein, er macht immer was anderes, leider. Schade, schade, schade. Aber wenn jetzt... Ja, er hat hier einen hingelegt und wir haben gewonnen. Yeah! Sehr gut, Baby. Let's go. Das ging diesmal so einfach. Ich meine, wir konnten jetzt nicht anfangen. Was unser Glück war, würde ich sogar sagen. Sehr gut gemacht, kleines Wesen. Du bist ein wahrer Meister. Ich weiß. Okay, man nennt mich auch Meister in... keine Ahnung was, okay? Man nennt mich einfach allgemein Meister. Ich bin ein Meister. Warte, ich gewinne Münzen. So, und... Benutzen und hier. Benutze Goldmünzen. Hier sind deine 3 Münzen. Wunderbar, danke. Und hier ist dein Haken. Ich hoffe, er funktioniert. Irgendwas stimmt mit dieser Gegend nicht, Leute. Danke. Der ist perfekt. Ich muss jetzt los. Tschüss. Irgendwas stimmt mit dieser Gegend dazu gar nicht. So, es sieht zwar schön aus und so, aber ich weiß es nicht. Gut, wir haben jetzt den Haken. Und jetzt müssen wir den hier reinwerfen, um hier die Fische zu fangen. That's right. Das ist richtig, Leute. Oh, der. Okay, sieht verdammt komisch aus, Leute. Jetzt haben wir einen Fisch. Und ich glaube, jetzt haben wir alle Gegenstände. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir können ja mal untersuchen, okay? Ich bin so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterrot. Streichhölzer. Okay? Wir haben Streichhölzer. Machen wir weiter. Untersuchen. Hell wie die Sonne, doch verbrenne ich dich. Nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Zitrone. Okay? Sauer lächeln. Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn. Lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Ich glaube, das ist der Fisch. Und leicht und hohl, ich bin die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Das ist der Stift, den wir haben, der die ganze Zeit unnötig war, okay? Wir müssen das aber nach der Reihenfolge machen. Und wenn ich richtig liege, haben wir alles, was wir brauchen. Und wir können, ja, jetzt zum Magier gehen und hoffentlich wieder ein Mensch werden. Weil ich würde gerne heute auf jeden Fall die Kapitel 3 schaffen, okay? Okay, wir sind zurück. Da lass mal sehen. Ich glaube, wir müssen das drauflegen, oder? Da lass mal sehen, was das Erste ist. Ich glaube, das Erste sind die Streichhölzer, benutzen. Legt sie, ja, das kann ich nicht tun, what? Warte mal, wohin damit? Oder sind es gar nicht die Streichhölzer? Es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt. Ja, das glaube ich dir. Vielleicht zum Kochen? Klappt nicht, wohin damit? Oh, what? Okay, Streichhölzer. Oh, wohin aber? Damn, hier ein kleines Streichhölzer, aber das stimmt. Oh, das hoffe ich auch, Bro. Dann kommt, ich würde sagen, hell wie die Sonne. Ja, sauer lächeln muss das sein. Ich kann es an verschiedene Orte legen. Was hier mal voll nervt. Frick. Das ist nicht gut, Leute. Ich kann es einfach an verschiedene Orte legen. Oh nein. Warte mal, hier sehe ich es sogar, ne? Strich ist hier oben. Dann haben wir... Oh Gott, ich verstehe das gar nichts. Strich mit einem Punkt ist da. Also habe ich es falsch gemacht. Oh Gott, ich habe es falsch gemacht. Streichhölzer muss hier nach oben. Richtig. Das muss dann hier hin. Richtig. Unten links kommt der Fisch hin. Und der tote Fisch, armer Fisch, das ist richtig, Baby, das ist richtig. Und dann muss hier eigentlich nur noch, ich weiß nicht, ob das, was? Dein Ernst? Vielleicht die Feder? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Oh nein. Warte mal, ich wollte die Feder benutzen, ne? Ich glaube, es, ja! Polontras Feder. Oh, damn. Oh, damn. Ich rieche den Sieg. Ich rieche köstlichen Sieg, gratuliere. Danke, ich bin bereit. Bringen wir die Steine zurück. Hä? Ja. Fangen wir mit dem Feuer an. Oh, damn. Was zum Teufel geschieht hier gerade, Leute? Kostrem ist erwacht. Kostrem lebt. Er wird auf der Spitze des Berges auf dich warten. Er hat meinen Hut. Er hat meinen geliebten Zauberhut. Bring ihn mir. Ah, ihr Hut? Ja, die Steine verstecken sich in meinem Zauber und Utensilien. Darum erinnere ich mich an nichts, ha?
Aber jetzt erinnere ich mich, geh auf die Spitze, finde Kontre und komm zurück, wenn du den Hut hast. Dann können wir die anderen Dinge tun. Okay, ich bringe dir den Hut. Okay, lass uns schnell gehen, Leute. Einfach nach oben, ne? Ups, das war nicht richtig. Nach oben, habe ich gesagt. Okay, das ist besser. Das ist richtig. Da ist der Hut. Ah, wer wagt es, mich zu erwecken? Wer? Ich bin Fran. Du lebst? Ich wollte dich stören, ich bin Fran. Fran, verstehe. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Nun, ich weiß nicht wirklich, was er bedeutet. Er ist einfach mein Name. Oh, okay, meiner ist Kontrem. Willst du wissen, warum? Sag es mir. Kontrem bedeutet im Himmel geboren. Ich war mal ein Stern. Und da ich im All geboren wurde, ist das alles sehr logisch. Oh, wow, ich habe noch nie einen Stern persönlich getroffen. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen, Fran. Also, was führt dich her? Der Zauberer schickt mich. Er sagt, ich soll den Hut holen, wenn es dir nichts ausmacht. Das kann ich nicht tun. Ich bin geschieden. Was meinst du, geschieden? Ich brauche nur den Hut. Das ist sehr wichtig. Ich kann nicht. Wenn ich dir den Hut gebe, wird das ganze Land leiden. Du musst einen anderen Weg nach Hause finden. Der König sagte mir, es gibt keinen anderen Weg. Bitte hilf mir. Ich kann nicht. Meine Frau verließ mich. Sie war die, die meine Spitze bedeckte. Wenn ich den Hut abnehme, kann meine heiße Lava jeden töten. Dich auch. Ich hole sie zurück. Wo ist deine Frau? Vielleicht kann ich sie zurückholen. Sie entschied, dass es Zeit für sie war, eine eigene Insel zu gründen. Also trennte sie sich von mir. Ich konnte sie nicht mal fragen, warum. Ich vermisse sie so sehr. Wo ist deine Frau jetzt? Auf einer Insel? Weißt du, wo sie ist? Ich glaube, sie ist auf dem Wasser. Ansonsten würde ich ihre Präsenz spüren. Aber das tue ich nicht. Oh, meine Liebe, meine geliebte Frau. Ich schaue, ob ich sie finden kann. Ja, dann gibst du mir den Hut. Nur, wenn sie zurückkommt. Andernfalls, du weißt, was dann passieren kann. Kann ich dir etwas anderes auf den Kopf legen? Zum Beispiel einen Stein oder so? Nein, ich mag diesen Hut. Okay, ich bin gleich wieder da. Ich weiß, wo es ist. Als wir, da haben wir doch diese Insel gesehen auf dem Meer, wisst ihr noch? Und das ist seine Frau, Leute. Hundertprozentig. Verdammt strange, verdammt weird. Ich weiß, dass du allein bist. Lass mich deine Mami sein. Lass mich dich füttern. Komm auf meine Seite. Und du wirst viele neue Freunde zum Spielen haben. Ja, zum Glück sind die alle so sympathisch auf, die lächeln auch alle so. Ich will dich nicht als meine Mami, du siehst gruselig aus und ich mag dich nicht. Fran, mit wem sprichst du? Hä? Die Frau stand, nix, Kätzchen. What the, warte mal, es geht nach da? What? Okay, warte mal, ich komme gleich wieder zurück. Oder, beziehungsweise, ich kann auch gerne bleiben. Lass mal sehen, was passiert, wenn ich, die sind immer hier. Ich habe Gänsehaut, aber Todes. Oh mein Gott. Oh, wow. Was seid ihr? Ihr seht aus wie Feen in meinen Büchern. Das reinste aller Gefühle, das Licht aller Materie. Wir sind Volokas. Volokas. Oh, ihr seid sehr glänzend und ihr macht mich glücklich. Oh, so glücklich. Sie, Kreatur, eins der jungen Volokas, wird den Schild bekommen. Okay. Ombak ma permil gro ombra gran. Hecke. Damn. Soldaten der Sonne. Kreatur aus der Erde. Frucht aus der Saat. Lass das Universum dich mit der Wahrheit erleuchten und sei frei. Huh, wo gehen denn alle hin? Wir sitzen unser Lebensweg fort. Möge Freiheit mit dir sein, mein Freund. Entschuldigung, kannst du zaubern? Das Universum zaubert schon die ganze Zeit. Du bist selbst voller Magie. Aber ich möchte Dinge wissen und irgendwie habe ich das Gefühl, du weißt alles. Wir sind das Licht, wir sind überall. Nach welchen Antworten suchst du? Ich will wissen, wer meine Eltern getötet hat und warum jagt mich das große Monster? Die Wahrheit kommt zu denen, die suchen. Dein Pfad zur Wahrheit ist gewaltig. Du lebst in einer Welt, die dir den Rücken zukehrt. Du bist zu zart, um der Wahrheit jetzt entgegenzutreten und zu stark, um loszulassen. Damn. Aber... Liebe, sei nicht traurig, wir müssen weiter. Was ist das hier? Ja, Kätzchen, du hast recht. What the freak? Oh mein Gott. Das bewegt die Arme des Volonkas. Unglaublich. Oh, wieder ein Puzzle. Oh Gott. Ja, scheint so, als wären wir heute nicht mit Kapitel 3 fertig, Leute. Solange wie ich schon aufnehme, wird das wahrscheinlich nichts. Aber ich wollte noch gerne kurz mal zu der Insel hier gehen. Zu der können wir... Wann genau? Im Sommer? Ja, im Sommer können wir da hin. Und zwar, seine Frau von dem Stern ist hier. Das ist seine Frau. Sehr wahrscheinlich. Hallo, Aufwachen, ich habe eine Nachricht für dich. Ja, hallo? Ein Bote mit einer Nachricht. Guten Tag. Liebesboten! Ja, ich bin die Botin der Liebe. Liebe? Oh, aber du bist nicht pink. Pink? Nein, ich bin die grün-braune Liebesboten. Und hat mir die Liebesboten etwas mitzuteilen, hä? Dich zurückzubringen. Im Namen der Liebe, hier, um deinen Ehemann zurückzubringen. Nein, er machte mich sehr traurig. Niemand hat das Recht, mich traurig zu machen. Ich verstehe, aber was hat er dir angetan? Er war so heiß und daran habe ich mich verliebt. Dann wurde er kalt und langweilig. Ich habe mich allein gefühlt.
Ich habe oft geweint. Er ließ immer eine rote Blume wachsen, nur für mich, um mir seine Liebe zu zeigen. Aber dieses Jahr wuchs nichts. Und weißt du was? Ich bin diejenige, die ihn immer beschützt. Und ich möchte Wertschätzung, das ist alles. Aber wenn ich diese Blume für dich finde, kommst du dann zurück? Ja, aber ich bin hoffnungslos. Außerdem regiere ich jetzt über meine eigene Insel. Und schau mal, ob ich die rote Blume finden kann. Weißt du, wo sie wächst? Immer am unteren Ende. Sie unterscheidet sich sehr von allen anderen Blumen. Ganz unten von was? Von meinem Mann natürlich. Bring sie mir und ich kehre zu ihm zurück. Oh damn, meine Blume. Nur wo ist sie? Von ihrem Mann? What? Ich verstehe gerade gar nichts im Leben der Menschheit. So gar nichts. Nope, I don't know, man. Sie unterscheidet sich von anderen Blumen. Lass mal sehen. Oh, warte mal, hier ist was. Diese Blume wird sehr langsam. Ja, sehr, sehr langsam. Oh, warte mal ganz kurz. Mal schauen, was passiert, wenn ich den hier mache. Das muss die Blume sein, die ich brauche. Na los. Dein Ernst, nimm das blutige Messer. Komm schon. Yeah, es geht's. Let's go, baby. Okay, wir haben hier die Blume, Leute. Bedeutet benutzen und gib's ihm. Ich habe sie gefunden. Schau, die rote Blume. Oh, vielen Dank. Sie ist so schön. Du bist wirklich eine tolle Liebesbotin. Danke, wir sollten wirklich sofort zurück zu meinem Mann. Er vermisst dich wirklich sehr. Wir sehen uns dort im Winter. Oh, damn. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie sie wegfliegt. Ist mir jetzt aber egal. So, jetzt machen wir Winter an. Und jetzt können wir hochgehen. Let's go, baby. Shit, Bro. Was ist jetzt hier los? Hey, es ist so schön, euch zwei vereint zu sehen. Jetzt hätte ich gern den Hut, bitte. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Komm schön, Liebling. Kletter auf die Spitze. Ist das verstörend? Und hier ist der Hut. Danke nochmal. Yeah! Let's go! Wow, danke. Ich muss jetzt los zu meinem großen Zauberer den Hut geben. Tschüss. Der Freak. Okay, ich will noch kurz da rein, Leute. Ich bin einfach zu gespannt, zu aufgeregt in meinem Leben. Und hier hast du den Hut, großer Meister. Hier ist ihr Hut. Oh, mein Hut. Ich fühle mich förmlich, wie das Wissen mich durchströmt. Ich bin glücklich. Das ist toll. Was nun? Das Geschenk der Erde, die Frucht. Oh, damn. Wow. Das Ergebnis von zufälligen Ereignissen, damit wir es essen können. Schön, oder? Ja, unglaublich. Ja, die Frucht spricht jetzt zu mir. Sie sagt, das Buch. Mein Buch des Wissens, es ist in der Bibliothek, aber sei vorsichtig. Das Buch versteckt sich vielleicht. Also sei hartnäckig und geduldig. Gut, ich werde in die Bibliothek gehen. Warte, es gibt ein Passwort, um hineinzukommen. Lass mich nachdenken. Denke nach, es muss was über unser Lernen sein, oder? Ah, ich erinnere mich. Das Passwort ist, deine Sinne werden leicht manipuliert. Schalte sie ab, bevor du lernst. Oh, ich versuche es mir zu merken. Was bedeutet es? Es bedeutet, oft lassen wir unser Verständnis manipuliert werden. Wir sollten immer versuchen, den gesunden Menschenverstand zu nutzen. Niemand sollte dir jemals sagen, was du denken oder glauben sollst. Sei hungrig nach Wissen und du wirst dich in einer ständigen Evolution wiederfinden. Das wird dich frei machen und du wirst jede Sekunde deines Lebens schätzen. Oh, ich finde, es macht Spaß zu denken und zu lernen und neugierig sein hilft. Ich gehe zur Bibliothek, ich finde ihr Buch. Okay, Leute, aber hier werde ich die Folge jetzt hier stehen lassen. Wir haben endlich das Passwort für die Bibliothek, da können wir im Winter rein. Für mehr Frobo, lasst einen Daumen nach oben da. Falls du es bisschen geschafft hast, schreibe Bibliothek in die Kommentare und ich sehe dich im nächsten Mal wieder. Bye. Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.